Seit gut 4 Monaten ist Sebastian Blechschmidt stolzer Familienvater. Wenn er auf dem Fußballplatz steht, sind seine Frau Katharina und die gemeinsame Tochter meistens live dabei. So auch am 15. Oktober, als dem Torwart ein ganz besonderes Kunststück gelingt. Ich will den Stürmer treffen natürlich, also das Spiel schnell machen. Klar, wurde immer länger. Ich habe mir schon gedacht, na, gut getroffen den Ball eigentlich. Und ja, dann ist er immer weiter geworden, aufgehoben über den Torwart dann drüber. Ja, dann pure Freude. Dann kamen die Mitspieler her natürlich und von vorne hergerannt. Und ja, war super. Also pure Freude im zweiten Moment natürlich. Ja. Natürlich gehört bei solchen Toren Glück dazu. Aber Sebastian und sein Trainer Hubert Rosner haben das Glück auch erzwungen. Ja, ist natürlich super. Brauchen wir nicht drüber reden. Vor allem, wenn man den Hintergrund kennt. Wir arbeiten jetzt 7 Jahre zusammen. Und ich sag mal, das Spiel mit dem Fuß, die Spieleröffnung war am Anfang nicht unbedingt seine Stärke von Sebastian. Und jetzt ist es eine Waffe geworden. Eine Waffe, die plötzlich auch Tore schießt. Das erste in Sebastians Karriere als Torwart. Da sind die Teamkollegen vom FC Vorwärts Röslau mächtig stolz. Geiles Spiel, geiles Tor, was will man mehr? Mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut und ich bin natürlich stolz drauf, klar. War überragend, war ein geiles Gefühl mit dabei zu sein. Sein erstes Tor und ja, geiles Gefühl. Auch Sebastians Tochter hat den Ball schon fest im Griff. In ein paar Jahren wird sie verstehen, was der Papa da geleistet hat. Und dann wird auch sie mächtig stolz auf ihn sein.